das ist ein riesiges Engagement von Bouygues. Es war sehr, sehr gut und reichlich, besonders für unsere Partner, Subunternehmer. Da wir auch einen relativ hohen Sicherheitsstandard haben bei uns, ist es eigentlich für uns sehr gut, dass man mit so einem Partner zusammenarbeiten kann. Man konnte Workshops machen, man konnte mit den Gewerken untereinander thematisieren. Ich sehe es als grossen Vorteil. Dort haben wir die Lebensgefahr und Risikosituationen diskutieren können. Und es war sehr interaktiv und die Leute konnten miteinander ganz gut austauschen. Und sie haben auch uns ziemlich gute neue Ideen über die Risikosituationen angebracht. Das sind die Dinge, die wir schon déjà auparavant. Parce que les ingénieurs m'ont dit on est en avance ou on est bien sur tout ce qui est niveau de sécurité. Je trouve que c'est très bien que les ingénieurs m'ont dit s'investit sur ça parce que nous voilà ils regardent pour nous puis aussi pour l'entreprise qu'on soit bien question santé et même en sécurité quand on rentre chez nous. Da habe ich super gefunden. Er hat eigentlich in dem Sinn auch wieder ein paar Sachen vorgebracht, die man schon weiss. Grundsätzliche Sachen plus auch neue Sachen. Dass man mal eben den Monteuren mehr sagt, was sie sollen machen, warum sie sie vielleicht auch müssen machen. Das würde ich schon sagen, dass Losinger Marazzi so ein bisschen der Vorreiter ist. Thema Sicherheit auf der Baustelle. Wir haben wenig Diskussionen über die Sicherheit. Wenn ich ein Anliegen habe, gehe ich zum Polier, zum Bauleiter und es wird eigentlich umgesetzt.